Hallo meine Lieben, ihr könnt mir nicht glauben, wo ich wieder bin, am Lunkernsee. Ich war schon ewig nicht mehr hier, und also ein Jahr ungefähr, und es freut mich wieder riesig, hier zu angeln. Also ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind und gleich probiere ich mal. Also ich will Zeit nutzen, gestern war Fasnacht. Also darum Patrick und Silvan heute auch nicht dabei sind, weil wir haben gestern gefeiert. Und ich bin nicht der Typ, der sowas feiert. Ist für jeden was anderes, sag ich mal so. Ich gehe lieber angeln und ich hoffe, dass heute nicht so viele Angler da sind. Also ein paar sind auf jeden Fall da, hinter mir, gell? Und ich will das ausnutzen und diesen Moment ausnutzen und hier angeln. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich war wirklich sehr lange nicht mehr hier. Ich würde einfach losangeln und wenn was kommt, werde ich natürlich die Kamera einschalten. Zuerst mache ich meine Routen parat, also diesen beziehungsweise schon parat. Ich werde die jetzt nur montieren, eine für Gummi und eine für Spoon natürlich. Und abwerfen. Also ich habe richtig, richtig gute Laune und ich freue mich. Also, See ist ruhig, gleich kommt Sonne, Sonnenaufgang, immer besondere Momente. Und ich bin richtig froh, wieder hier zu angeln. Später gehe ich noch zum Dani zu Besuch, also Fischerparadies, hallo zu sagen. Aber zuerst versuche ich ein paar Fische zu fangen. Ja. Also wie gesagt, das hat sich ein bisschen was verändert hier. Hier darf man jetzt nur 5 Fische fangen, anstatt 10. Und Sana-Ausweis ist Pflicht. Ja, also Angelschein muss man haben, sonst bekommt man hier einfach keine Angelkarte. Ja, das ist, ich glaube, das ist seit einem Jahr schon, für viele ist es bekannt. Aber mit diesen neuen Regeln fische ich hier erstes Mal. Ja. Und wie gesagt, ich lege mal los, ich ziehe gleich meine Polbrille an noch, damit ich besser sehen kann. Und dann geht's los. Ja, dann geht's zur Sache, würde ich mir so sagen. Ich hoffe nur, dass Fische heute aktiv sind und dass die auch in Beißlaune sind. Aber mal schauen, gell? So, bis gleich. Beginnen wir mal mit Gummi-Route. Erstmal montieren Silikonköder. So, hier habe ich schon ein paar vorbereitete Haken liegen. Blau habe ich nicht dabei. Okay, dann machen wir mit Violett. Blau ist immer gut, wenn Wasser kalt ist. Aber ich dachte eigentlich, dass ich blaue Farbe auch dabei habe, aber doch nicht. So. Jetzt montieren wir schnell Gummi. Vorsichtig rein und auch vorsichtig raus. So sieht das aus. Das sind unsere Schrimps, kann man so sagen. Die sind butterweich, wirklich butterweich. Und Fische fressen das wirklich sehr gerne. Das läuft sehr, sehr langsam, wackelt auch langsam und zieht Fische magisch an. Sehr gute Köder, ich fische sehr, sehr gerne mit diesem Köder. Ja, und habe ich auch schon viele Fische gefangen. So. Nächste Route. Das ist meine Spoon-Route. Hm.
Die ist etwas steifer als Silikonrute. So, und hier habe ich natürlich sehr große Auswahl. Ne? So. Und hier natürlich können wir was Blaues nehmen. Zum Beispiel Panik. Panik funktioniert sehr gut bei aktiven Fischen für morgens. Deswegen hier machen wir Panik mit 4,8 Gramm. Also 3 Gramm ging es auch normalerweise. Hier habe ich noch andere blaue Farben, das ist zum Beispiel Glowblau. Ja. Und natürlich viel, viel mehr in blauer Farbe. Wir haben ein sehr, sehr großes Sortiment am Lager. Und kann man wirklich verschiedene Farben für jeden Tag was finden. Gell? So. Das machen wir parat. So. Und was brauchen wir noch? Brille. Unbedingt. Ohne Brille geht gar nicht. Zack. Und kann man loslegen. Der Meister. Salve, Cyril. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Kann ich dich filmen? Ja, ja. Super. Der Cyril, den kennt ihr bestimmt von Facebook, aktiver Angler, schon Profi in diesem Bereich. Und Janis kommt auch vielleicht noch heute. Der kommt 8:30, 9 ungefähr. Und die wollen ein bisschen später raus losfahren. Aber bis dahin sind wir schon voll, oder Cyril? Ich habe schon alles voll, bevor ich schon Fisch gesehen. Echt? Okay. Ja, mal gucken. Jawohl, hast du. Sauber. Perfekt. Gute Fische. Die, die wir wollen. Cyril. Kescher brauchst du? Wie viel Kescher? Geile Fische. Jawohl. Auf Iris, ja? Auf Iris, genau. Meine große Fahrt. Oh ja, sauber! Ey, zweiter super Fisch für Cyril. Mega! Hammergeil! Wieder auf Iris. Und die geht voll ab. Die ist richtig gut. Ich sag die Farbe. Farbe ist wunderbar, Farbe, ja. Petri. Ja. Die hat stimmt. 45 meinst du? Ja, danke schön. Machen wir gleich noch ein Foto. Schöne Fährte. Super. Maschine. Vom Cyril kann man noch was lernen, siehst du? Der ist öfter hier, der weiß ganz genau, wie das funktioniert, welche Farben. Ah, die geile Fährte. Schon. Top. Ah, die geil. Geil, jawohl. Wieder auf Iris, schaut mal. Wir machen gleich noch ein Foto, gell? Geil, schau mal diese. So, ich mache jetzt. Wir haben Problem, wir haben sehr viele kleine Fische. Und die schnappen jeden Köder einfach weg. Aber wir wollen ja auch größere Fische belästigen. Deswegen mache ich jetzt nur mit großen Larven. Wirklich mit richtig großen Teilen. Sowas. Dafür brauchen wir einen größeren Haken auch. So. Und dann diese großen Larven tue ich von hinten anködern. Immer von hinten, weil dann habe ich viel weniger Fellbisse beim Einschlagen. Nicht von vorne, sondern von hinten. Weil hier ist viel dünner und dann Fisch, wenn hier packt, kann die immer noch mal zu machen. Fische. Oh, jetzt kommt eine. Ich will schon ein paar großen, ne?
Tschüss. Die drehen rundherum, aber komm, pack doch. Du bist der große Fisch. So, jetzt haben wir sie fressen gegeben. Der hat rausgespuckt. Den nimmt nochmal. So, jetzt friss, friss. Spuckt wieder raus. Aber die ist nicht schlecht, gell? So. Er hat ein paar Mal versucht, aber auch genommen. So ein Biss ziehen geben und dann anschlagen. So. Gummi ist ab. Gummi. So, große Gummi, kleine Fisch. Jawohl. Oh, guck mal, da ist eine gute. Diese Fische, das ist einfach krass. Das ist mein Nächster Fisch auf Gummifisch. Auf Gummimade. Sehr gut zurück. Geiler Fisch, hä? Geiler Drill, Kollege. Auf was? Gummi. Auf Gummi auch. Gummi. Das ist Gummitag, hä? Ja. Jetzt haben wir die. So, gelbe Gummi heute. Gelbe Gummi, ist der Knaller. Ah, jetzt gerade Tür aus dem Maul raus. Boah. Jawohl, jetzt haben wir. Wolle. Zack. Und dann Gummi holen wir auch noch raus, abgeflogen. Sauber. Schöne Fische. Kleine, aber kampfstarke. So, Kamera ist ausgegangen. Muss ich jetzt mit zweiter nochmal dasselbe sagen. Also, Angeltag ist vorbei. Ich gehe nach Hause.
Meine Karte ist voll, Cyril geht weiter Fische suchen, der hat noch ein paar Fische offen. Er will größere suchen, also finden, fangen. Ich habe leider keine Zeit heute dafür. Ich hoffe trotzdem, dass euch diesen kleinen Film gefallen hat. Und like meine Videos und abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.